für Kaisers Klassikkunde hat der Günther Resch eine angenehm konkrete Frage und Klage zu Wagners Tristan und Isolde auf dem Herzen. Er schreibt: Sehr geehrter Herr Professor Dr. Kaiser, ich halte Wagners Tristan und Isolde nicht nur für das Beste, was Wagner geschrieben hat, sondern auch für die größte Oper überhaupt. Sicher kann man anderer Ansicht sein, doch ich will Sie nicht fragen, ob Sie dem zustimmen, sondern will damit nur zum Ausdruck bringen, wie sehr ich diese Oper über alles schätze. Dennoch beschleichen mich manchmal Zweifel, ob nicht Wagner im zweiten Akt, dritter Auftritt, der Monolog des König Marke ein wenig zu lang, zu breit geraten ist. Natürlich ist jedem Zuschauer klar, dass Marke eine tragische Figur ist und Wagner hat vollkommen zu Recht ihn zu Wort kommen lassen. Für den Komponisten stellt sich das Problem der Proportion. Marke ist eine tragische Figur, aber nur eine Nebenfigur. Seine Tragik liegt hauptsächlich darin, dass er von Tristans Treuebruch, der Treueste der Treuen, zunächst enttäuscht ist und auch von der Öffentlichkeit als blamiert dasteht. Enttäuschte Liebe steht aber bei Marke wohl nicht im Mittelpunkt. Er hat Isolde nicht persönlich gekannt und hat nicht selbst, sondern durch Tristan um ihre Hand anhalten lassen. Zudem wollte er ohnehin nur auf Drängen der Öffentlichkeit und Staatsräson wieder heiraten, weshalb ihm auch Tristan dazu drängte. Hochgeschätzter Herr Professor Dr. Kaiser, als einem der erfahrensten Kenner auch dieses Werkes, würde ich gerne wissen, ob meine Zweifel objektiv ein wenig berechtigt sind oder ob ich hier nicht zu weit gehe, wenn ich das als, wenn auch sehr kleine, Schwäche ansehe. Vielen Dank für eine gelegentliche Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Günther Resch. Sehr geehrter Herr Resch, leider haben Sie ein wenig recht. Dabei kann man nicht behaupten, bei und für Wagner stelle der König Marke eine Nebenfigur dar. Von Karl Sternheim gibt es sogar ein auf Tristan und Isolde bezogenes, giftiges Drama von 1913, das trägt den Titel König Hahnrei. Da wird der Marke als impotenter, geldgieriger Herrscher beschrieben. Dass man nun im zweiten Akt des Tristan ein wenig ungeduldig wird, hat meiner Ansicht nach wohl folgende Gründe. Zunächst, im ersten Akt, imponiert unschlagbar hochdramatisch Isoldes wilder Zorn. Das Zusammentreffen der beiden Liebenden, ihre Ekstasen und Ratlosigkeiten nach dem Trank, wenn die Matrosen sich freuen, endlich nach Hause zu kommen, während die Liebenden kaum mehr wissen, wo und wer sie sind. Unschlagbare 90 Minuten. Der zweite Akt beginnt mit einem rasenden Vorspiel, fast die musikalische Metapher für einen Orgasmus. Dann die Liebesnacht. Das namenlos Schöne sinkt hernieder, Nacht der Liebe und die magische Verklärung, so stürben wir um ungetrennt, ewig einig, ohne End, im Wechsel gesungen von den beiden Liebenden. Welch unvergleichlicher seelischer Hochschwung, welche Hochebene der Emotion. Dann werden die beiden ertappt, Tristan verdeckt, die von unwillkürlicher Scham ergriffene Isolde mit seinem Schal und sinkt der öde Tag zum letzten Mal. Nun wird der gute König Marke ausführlich. Er tut einem ja leid und er hat überaus recht, wenn er wortreich jammert, wohin nun Treue, da Tristan mich betrog oder dass kein Himmel erlöst, warum mir diese Hölle. In jeder normalen Oper würden die ausdrucksvollen Fragen und Töne des Königs Marke bestimmt tiefen Eindruck hervorrufen. Hier aber, zugleich begeistert und erschöpft von allen vorangegangenen, sinnlich-übersinnlichen Tristan-Ekstasen, denkt man nun doch ein wenig überdrüssig, was will der nette alte Mann. Die Sache ist doch sonnenklar, auf frischer Tat ertappte Sünde, das Schicksal eines müden Königs, der die Gattin nie berührte. Und darum entsteht manchmal eine gewisse Langeweile und sogar ein gewisses Lächeln über den liebenswerten, hilflosen König. Tristan gibt auch keine Antwort. Auf des Königs vorwurfsvolle Fragen antwortet er mitleidig: O König, das kann ich dir nicht sagen. Und was du fragst, das wirst du nie erfahren.
So nimmt die Tragödie ihren Lauf. Auch im dritten Akt erscheint König Marke. Er bleibt harmoniesüchtig. Er eilt sogar zu Tristans Todeslager, um zu verzeihen. Brangäne hat ihm nämlich alles erklärt. Jetzt weiß er, der Tristan ist ja gar nicht schuld. Schuld war der Liebestrank. Und darum nannte Adorno den König Marke gehässig Urvater des Appeasement, also Urvater alles Beschwichtigens. Doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch solche Leute muss es geben. Denn die Welt hat zwar nur durch die Extreme Wert, aber auch nur durch die mittleren Bestand. Auf Wiedersehen.